Ja, pünktlich zum Sonnenaufgang bin ich hier an der Donau und heute soll es auf Barben gehen. So, los geht's! Die Donau hat jeden Tag andere Strömungsverhältnisse. Deshalb muss ich jetzt mal abchecken, welcher Korb heute liegen bleibt und kann dann danach mein Futter ausrichten. Die Donau hat viel Strömung und ich fange mal mit dem 150 Gramm Korb an und jetzt schaue ich mal, ob der liegen bleibt. So, dann schauen wir mal, was ein 150 Gramm Korb hier macht. Okay, schauen wir mal. Jawohl, Korb ist am Grund. Stellen wir es mal hin. Ja, sieht schon mal ganz gut aus. Vielleicht hoppelt er nur ein bisschen nach, aber insgesamt, das sieht doch ganz gut aus. Ja, mit dem Korb kann ich heute mal anfangen. Wichtig zum Barbenfiedern ist natürlich Futter. Und ich nehme hier an der Donau ganz gerne das Easy Cheesy von Browning. Mit dem habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Und das ist ein Futter, das hat drei Eigenschaften, die aus meiner Sicht ganz gut sind beim Barbenangeln. Es hat eine sehr hohe Bindefähigkeit, es klebt also gut, ist ein schweres Futter, kommt gut bis zum Grund runter. Zweitens, es riecht sehr intensiv nach Käse und na, das lockt bekanntlich Barben. Und drittens, es ist ein sehr helles Futter und mit hellem Futter habe ich hier in der Donau beim Barbenfiedern ganz gute Erfahrungen gemacht. In das Futter kommt aber noch ein bisschen was mit rein an Lebendködern, deshalb muss ich die Bindekraft noch ein bisschen weiter erhöhen und dazu nehme ich einfach Paniermehl und mische das 1:1 mit dem Futter. Paniermehl auch deshalb, wir brauchen hier viel Futter und Paniermehl ist schön günstig. In mein Futter kommen jetzt noch Maden rein und zwar nicht zu knapp. Es ist ein halber Liter fast. Barben lieben Maden, deshalb viele, viele davon ins Futter rein. Und die rühren wir da jetzt mit unter. Was in mein Futter auch noch mit reinkommt, sind tote Maden. Das sind Maden, die sind mir letztens beim Fiedern mal übrig geblieben. Dann habe ich die abgebrüht mit heißem Wasser und eingefroren und jetzt wieder aufgetaut. Und tote Maden, das hat einen bestimmten Grund. Diese quirligen Maden, wenn die auf dem Donaugrund liegen, ihr seht ja, wir sind hier auf einer Kiesbank, dann ist es so, dass die sich oft zwischen den kleinen Kieselsteinen verkriechen und dann eventuell von den Fischen nicht mehr gefunden werden. Die toten Maden, die verkriechen sich nicht, deswegen ein paar davon haue ich mit rein. Einfach damit was am Grund liegt. Und ein bisschen Dosenmais schadet auch nicht, damit die Barben, wenn sie am Futterplatz kommen, ein bisschen was finden. Und jetzt kommt noch eine Zutat. Käsewürfel. Das ist junger Gouda, den ich einfach aus dem Supermarkt gekauft habe und in ganz kleine Würfelchen geschnitten habe, so einer Kantenlänge vielleicht 0,5 cm. Und davon gebe ich auch eine Handvoll mit ins Futter rein. Barben mögen ja den Käse. Und wenn sie dann am Futterplatz kommen, finden sie ein paar Käsewürfel, können die fressen. Das passt ganz gut. Muss es unbedingt junger Gouda sein? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich kaufe immer den jungen Gouda, weil das der günstigste Käse ist, den es im Supermarkt gibt. Und ja, der funktioniert eigentlich ganz gut. Jetzt muss Futter ins Wasser und zwar richtig viel. Meine Startfütterung heute werden 20 Körbe sein. Das heißt also jetzt viel werfen und sehr viel kurbeln. Und raus damit! Die Würfe, die ich zum Anfüttern mache, die versetze ich immer ganz leicht nach oben, weil natürlich das Futter abtreibt. Und dadurch, dass ich die ein bisschen weiter oben setze, kriege ich eine schöne Futterspur, in der ich dann angeln kann. Immer schön mein weißes Schild anvisieren und rauf damit. Vermutlich keine Barbe, aber Fisch ist definitiv auf unserem Futterplatz unterwegs.
Oh, könnte doch eine Barbe sein. Ja, tatsächlich eine kleine Barbe. Ja, und am Ufer geben die natürlich richtig Gas. Jawohl. Oh. Jawohl. Und eine Barbe. Wunderbar. Oh. So, die Barbe hat jetzt so schnell gebissen, da hatte sich noch nicht mal das Futter ganz aus dem Korb gelöst. Das bedeutet aber auch, dass die Fische jetzt wirklich massiv in der Futterspur sind. Und man muss jetzt die Zeit nutzen. Ich muss schnell wieder raus, weil der Spuk kann natürlich dann auch schnell wieder vorbei sein. Oh, schöne Barbe. Wow. Aha. Was für traumhafte Fische. Ah, genial. Ah, schöne Barbe, Wahnsinn. Heute angle ich kurz vor der Fahrrinne. In großen Flüssen, wie auch hier in der Donau, ist die Fahrrinne für die Schiffe mit Tonnen markiert, zwar mit einer roten und einer grünen Tonne. Und in diesem Bereich zwischen der roten und der grünen Tonne hat es eine garantierte Tiefe, damit die großen Schiffe fahren können. Und hier an diesem Platz ist die Fahrrinne so na, 45 Meter ungefähr entfernt und ich angel heute auf 36 Meter Distanz, also ein Stückchen davor. Und ja, das funktioniert hier einwandfrei. Die Struktur ist hier auf diesem Kiesstrand relativ unspektakulär. Das läuft einfach flach rein, bis es irgendwann zur Fahrrinne geht. Und ich habe es jetzt einfach mal mit 36 Meter probiert. Hat funktioniert, es gibt jetzt keine Veranlassung, weiter rauszugehen oder näher ran. Wenn es nicht beißen würde, wäre das immer eine Option, dass man die Distanz mal verändert. Wenn ich die Maden für die Barben aufziehe, da gebe ich mir sehr, sehr viel Mühe, denn die Maden müssen wirklich richtig schön quirlig spielen. Je beweglicher die Maden sind, desto besser ist es für die Barben. Und das erreicht man halt, indem man die Maden wirklich nur ganz vorsichtig einhakt und darauf achtet, dass die beim Anködern nicht gleich auslaufen. Dann, wenn sie sich so richtig schön quirlig bewegen, genial für Barben. Das Futter drücke ich richtig stark in den Korb rein. Das ist meiner Meinung nach das Wichtigste beim Barbenfiedern. Der Korb darf das Futter erst freigeben, wenn er auf dem Grund angekommen ist. Ich angel auf einer Tiefe von etwa 3 Metern. Der muss also 3 Meter in der starken Strömung, muss dieses Futter standhalten, bis es freigegeben wird. Würde das Futter schon beim Auftreffen auf die Wasseroberfläche rausgespült, bei der starken Strömung, das wäre in Österreich, bevor es irgendwann am Grund zum Liegen kommt. Die Futterkörbe, die ich hier beim Barbenfiedern an der Donau einsetze, haben so zwischen 120 und 200 Gramm. Heute haben wir einen leicht erhöhten Pegel, da angel ich mit einem 150 Gramm Korb. Mir wäre natürlich niedriges Wasser ein bisschen lieber, da könnte ich leichter angeln. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, bei erhöhtem Pegel ist das Wasser ein bisschen angestaubt und die Barben mögen das ganz gerne. Womit man noch ein paar Gramm einsparen kann, ist mit einem Krallenkorb. Der hat also unten zwei Krallen dran und verhakt sich dann am Grund, braucht man nicht so viel Gewicht. Vorteil ist natürlich, man kann leichter angeln. Nachteil ist natürlich, man sammelt damit auch deutlich mehr Kraut ein. So.
keine Barbe. Das Angelgerät hier zum Barbenfiedern an der Donau muss nichts Abgefahrenes sein, aber es muss geeignet sein. Losgehen tut's mal mit einem Rutenhalter, der wirklich stabil ist und der sich ausziehen lässt, damit man die Rute schön hochstellen kann, damit man die Schnur aus dem Wasser kriegt. Braucht man also einen stabilen Rutenhalter, ganz, ganz wichtig. Rute, ganz klar, die muss ordentlich Wurfgewicht haben. In dem Fall ist es eine Fiederrute, die ein Wurfgewicht hat von 200 bis 300 Gramm. Ebenso wichtig, eine ganz große, schwere Rolle. Die muss vor allem deshalb groß und schwer sein, damit die Rute hier stehen bleibt. Wir haben hier vorne richtig Zug drauf und wenn man hier eine kleine Spinnrolle nur nehmen würde, dann würde es die Rute hinten aushebeln, schon ohne Fisch. Deswegen eine schwere Rolle als Kontergewicht. Ich habe jetzt hier heute eine geflochtene Schnur drauf. Das mache ich deshalb, weil die geflochtene Schnur der Strömung weniger Angriffsfläche bietet. Grundsätzlich könnte man natürlich auch eine monophile Schnur nehmen. Die hätte den Vorteil, dass gerade die Barben sind ja starke Kämpfer, dass die ein bisschen puffert. Ne? Ich angle eigentlich lieber mit der monophilen Schnur, aber ich muss hier die geflochtene nehmen, damit es überhaupt noch angelbar ist. Sonst bräuchte ich einen Korb von 200 oder 220 Gramm vielleicht. So spare ich mir einfach ein bisschen Gewicht ein. Ganz hilfreich ist es, wenn man eine wirklich gute Rolle hat mit einer sehr fein justierbaren Bremse. Ich hole jetzt den Korb ein und das ist natürlich richtig Gewicht auf der Rute. Und trotzdem ist die Bremse so eingestellt, dass ein Fisch jederzeit Schnur nehmen könnte. Und mit einer fein justierbaren Bremse kann man halt genau diese Einstellung wählen. Das heißt, ich brauche eigentlich den ganzen Tag meine Bremseinstellung nicht verändern und bin immer im guten Bereich. Wenn man sieht, wie viel Power die Barben haben, würde man ja auch denken, beim Biss, da zieht die Rute richtig krumm. Tatsächlich ist es hier an der Donau meistens anders. Anstatt dass die Rute richtig krumm geht, kommt die Spitze einfach ganz schnell zurück. Grund dafür ist, dass wir so einen schweren Korb haben und wenn die Barbe quasi den Korb beim Biss anhebt, dann entlastet die Spitze und kommt schnell zurück. Und je schneller die Spitze zurückkommt, desto größer ist die Barbe meistens. Ich angel hier zwar eine geflochtene Schnur, habe aber natürlich 5 Meter Schlagschnur vorne dran und das ist eine Monophilschnur, in die auch meine Schlaufenmontage eingebunden ist. Die Schlaufenmontage verwende ich deshalb hier beim Barbenfiedern sehr gerne, weil die Barben sich da in der Regel einfach selber haken. Wir haben hier ein 150 oder 180 Gramm Gewicht und wenn die Barbe da dagegen beißt, hakt sie sofort selber. Naja, und vorne kommt dann einfach ein Wirbel und ein Vorfach. Das Vorfach sollte nicht zu kurz sein, so naja, 80 cm darf es schon sein. Wenn man zu kurze Vorfächer angelt, dann hat man das Gewicht vom Korb direkt die ganze Zeit auf dem Fisch und es schlitzen mehr Fische aus. Aber wie gesagt, die Montage ist nicht sehr kompliziert. Einfache Schlaufenmontage. Sie muss vor allem robust sein und darf sich beim Werfen nicht verwickeln. Ich zeige euch mal, wie ich beim Fiedern in starker Strömung meine Rute ablege. Ich werfe also auf. Jawohl, warte bis der Korb am Grund ist, das spüre ich mit der geflochtenen. Sehr gut, Korb ist am Grund. Und jetzt lege ich die Rute einfach hin. Die Schnur ist noch nicht auf Spannung. Man zieht es ganz schön an der Spitze, die Spitze ist noch entlastet. Und jetzt erst kommt langsam die Belastung. Dadurch bildet sich ein leichter Schnurbauch und nimmt etwas Druck vom Korb. Das heißt, man kann sich so ein paar Gramm Gewicht sparen. Fühlt sich relativ schwer an. Wahrscheinlich hängt ein ganzer Batzen Kraut mit drin. Schöne Barbe. Was für ein schönes Tier. Ja, eben habe ich festgestellt, dass mein Vorfach etwas aufgeraut war. Das muss ich jetzt austauschen, muss ein neues binden. Das kann natürlich schon mal vorkommen bei so vielen Steinen am Grund. Da will ich euch jetzt mal zeigen, wie ich das hier beim Barbenfiedern mache. Ich verwende also einen Karpfenhaken. Das ist ein ungefähr 10er Karpfenhaken. Und das ist ja ein Öhrhaken.
Und viele würden den jetzt ganz normal mit dem Clinch-Knoten anbinden. Also hier fünfmal rum und dann durch. Der Clinch-Knoten, ne? Beim Clinch-Knoten ist es jetzt so, dass der Knoten quasi hier oben drauf ist und hier Spiel hat. Ich binde es ein bisschen anders an. Ich binde den Haken zum Fiedern wie ein Haferfach. Ich mache mir also in mein Vorfachmaterial einfach eine Schlaufe rein, gehe dann von hinten durch meinen Öhrhaken durch. Ziehe den Haken runter bis fast zur Schlaufe und wickel hier dann 7-8 Mal rum. Halt die Wicklung schön fest und geh dann wieder von hinten durchs Öhr durch. Befeuchte das kurz und habe jetzt die Schlaufe hier hinten zum Gegenziehen. Kann das jetzt richtig festziehen. So, und die Schlaufe hier hinten brauche ich nicht mehr. Die kann ich mir jetzt einfach wegschneiden. Die dient nur dazu, dass ich den Haken gut festziehen kann. So. Und jetzt sieht man das schon. Der Haken schaut durch diese Art, wie er gebunden ist, so ganz leicht nach innen. Und nach meiner Erfahrung bei der Schlaufenmontage, wo wir auf den Selbsthakeffekt setzen, hakt das viel besser als der Clinchknoten, der oben am Öhr beweglich ist. Ihr habt ja gesehen, dass die Barben sehr starke Kämpfer sind. Und beim Fiedern stellt uns das vor ein Problem. Um die Distanz festzulegen, auf der wir angeln, klippen wir normalerweise ja die Schnur in den Schnurclip ein. Jetzt kann es natürlich vorkommen, wenn draußen im Strom eine große Barbe beißt, dass die mal richtig Gas gibt und in den Clip reinläuft. Und dann gibt es meistens einen Schnurbruch, und zwar genau hier an der Stelle. Das ist natürlich schlecht und das müssen wir auf jeden Fall vermeiden. Und dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine sehr einfache Möglichkeit ist, hier mit einem Stückchen Gummi zu arbeiten. Das ist einfach ein Gummiband, das ich in den Schnurclip reinhänge und dann über die Rolle lege. Und wenn dann Last drauf kommt, dann federt das Gummiband das ab und nicht der Clip. Funktioniert wunderbar, und wenn jetzt eine Barbe beißt und richtig Gas gibt, gerade mit der geflochtenen Schnur, dann schneidet es einfach den Gummi durch und der Fisch kann frei ziehen. Das ist eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Eine zweite Möglichkeit ist, es gibt von der Firma Balzer Rollen mit dem sogenannten Release Clip. Da ist also in der Rolle ein Clip eingebaut, der im Zweifel dann die Schnur freigibt. Das ist eine Möglichkeit, die sehr gut funktioniert. Was man noch machen kann, man kann natürlich versuchen, wenn der Fisch im Drill ist, den Clip mit der Hand rauszuschlagen. Mache ich manchmal, kann ich aber nicht unbedingt empfehlen, weil es doch sehr, sehr schwierig ist und man viel Erfahrung braucht, um das zu machen. Und ja, meistens, wenn es drauf ankommt, funktioniert es dann vielleicht doch nicht. Die letzte Möglichkeit, die auch nicht so ideal ist, man fiedert einfach komplett ohne Clip, also ohne Distanzmessung, und hofft einfach, dass man die Distanz immer wieder genau trifft. Man bildet sich das selber ein, dass man locker so gut werfen kann, dass man das immer wieder trifft. Aber gerade wenn man mit so ganz schweren Körben arbeitet, da fehlt einem eigentlich meistens das Gefühl, so ein bisschen abzuschätzen, wie weit das Ding jetzt fliegt. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, mit einer Distanzmessung zu arbeiten. Und die einfachste Methode ist, das mit so einem kleinen Gummi zu machen. Übel. Jo. So, jetzt geht es an die letzten Krümel von meinem Futter. Das hat natürlich heute seine Wirkung gezeigt. Ich habe einen ganz tollen Angeltag erlebt und die zwei, drei Körbe verangle ich jetzt noch.
dann mache ich Feierabend und ich möchte mich an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat der Film gefallen und vielleicht war ja auch der ein oder andere Tipp für euer Barbenangeln dabei. Bis zum nächsten Mal. Servus!